Also ich habe nur über die Hauptagenten berichtet. Es sitzen natürlich eine ganze Reihe Nebenagenten, die das alles noch bestätigen. Die Beweismittel sind also Zeugen, Dokumente, Aussagen, Gutachten, alles, was also gehört, um den Nachweis zu liefern, dass das, was ich hier dem ZK vortrug, zu Recht vorgetragen wurde. Genossen, ich möchte abschließend sagen, die Darlegung dieses einen besonderen Falles, und ich bitte um diese fünf Minuten noch, mir diese fünf Minuten noch zu geben, weil sie hochinteressant sind. Die Darlegung dieses einen besonderen Falles macht deutlich, mit welchen Raffinessen hinterhältige Methoden und Methoden der Klassengegner wirkt. Da diese Feindtätigkeit aber vor der Durchführung der Maßnahmen vom 13. August 1961 liegt, könnte jetzt die Frage auftauchen, dass durch die Errichtung des antifaschistischen Schutzwalles diese Gefahren weitgehend beseitigt sind. Trotz der Misserfolge und der erlittenen Rückschläge, die die Imperialisten erlitten, sind die Feindzentralen noch nicht von der Hauptorientierung ihrer Hetze und Wühltätigkeit auf die angeblich immer schwieriger werdende Situation der DDR abgegangen. Und sie fordern also auf, ihre Agenten zu erkunden und auszunutzen und mitzuteilen über die Erkundung und Ausnutzung revisionistischer und anderer Abweichung von der Parteilinie. Die Anwerbung von Personen aus der DDR für die Wühltätigkeit und Ausnutzung vorhandener Westverbindungen und der damit zusammenhängenden Drohungen und Erpressungen, die Herstellung von Verbindungen zu solchen Personen, die früher verantwortliche Funktionen in Parteienstaatsorganen bekleideten und wegen ihres Auftretens gegen die Partei abgelöst werden mussten. Welche Möglichkeiten der Angriffspunkte und Störmöglichkeiten gibt es in der Wirtschaft? Analyse der Stimmung der Bevölkerung und so weiter. Alle Bundesamt, CIA, Ostbüro zum Beispiel schätzt ein, der Thomas, dass wenn man also geschickt arbeiten würde, eine geschickte westliche Propagierung der sogenannten Krisensituation in der DDR könne bestimmte Auswirkungen zeigen. Und sie geben also in einer sehr raffinierten Form, Genossen, und deshalb sage ich, in einem Mikrat, wie wir das nennen, nur groß wie ein Stecknadelkopf, stellen sie zu dem Agenten, das wird dann also vergrößert, das zu melden ist über Stimmung, Verhaltung der Bevölkerung, über die Einstellung zum Regime, über die Fragen der Einzelheiten der SED-Agrarpolitik, die Pläne, so über die Reaktion der Funktionäre dazu und über ihre Einstellung zu Walter Ulbricht und ob man glaubt, dass also aufgrund der Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden auf dem 7. Bauernkongress, ob die also wirklich realisierbar sind. Alles diese Fragen der ideologischen Diversion. Ich erlaubte mir das mitzuteilen, damit man sieht, dass der Kampf mit der Abschluss oder Festnahme dieser Agentengruppe noch nicht beendet ist. Und dass wir daraus bestimmte Lehren ziehen und alle, Genossen, eine große, die Wachsamkeit nicht nachlassen, die Wachsamkeit erhöhen. Sie alle von diesen Agenten kannten die Absichten und Pläne des Imperialisten und ihrer Beauftragten und haben also einen solchen Verrat geübt. Und die Aufträge der Geheimdienste, die damals sind, die gleichen, wie sie auch heute sind. Die Hetze gegen die DDR, Provokation, kleiner Krieg, Liquidierung, Ziel, Liquidierung der DDR, Ulbricht-Regime muss weg. Aber schaut, Genossen, wir sehen, dass die ganze Hetze in der letzten Zeit, die war, dass eine gesteuerte Auswertung dieser Spionageinformationen, die geliefert wurden, sind Ausdruck dafür. Die Pressekonferenz von Genossen Albert Noren zeigt doch auch und beweist auch, wie das eine organisierte Kampagne des Feindes ist. Aber ich muss euch sagen, Genossen, dass wir eben mehr, dass die Patrioten zu Tausend, zu Millionen sind, die uns helfen, unsere Arbeit unter der Partei unterstützen und die uns helfen in der Aufdeckung solcher Feinde. Und dass solche wenige nur sind, die hier in einem solchen Verrat an Partei und Arbeiterklasse vollzogen haben. Auch parteilose Patrioten und Friedenskämpfer helfen uns. Genossen, aber ich möchte abschließend sagen, es ist eine große, wichtige Lehre, weil Sie haben auch spekuliert mit der Hilfe in anderen sozialistischen Ländern und glaubten, dadurch, dass Sie einige Aussprachen führten, nicht im Auftrag dieser Gruppe, glaubten Sie, dass Sie irgendwie Unterstützung finden könnten. Ihr seht, und wie hat der Feind eingeschaltet, nicht mal DDR im Gegensatz zu jenen und anderen sozialistischen Land. Genossen, die Deutsche Demokratische Republik, unsere Partei, hat dem sozialen Lager einen großen Dienst erwiesen, dass wir um diese Zeit feststanden. Angenommen, ja, 1956, wenn es zur Auseinandersetzung gekommen wäre, das hätten doch die dann nicht bestimmt, was die anderen machen, die Imperialisten. Und um den Krieg zu verhindern, mussten die doch geschlagen werden. Unabhängig von der Frage des Kräfteverhältnisses oder unabhängig davon, ob wir vielleicht damit aller unserer Kraft und Macht gesiegt hätten.
hier fiel zusammen die Interessen der Geheimdienste mit allen ihren Untergrundbewegungen, die wir zerschlugen, und mit diesen Leuten von Schürdewan, Wollweber und ihren Agenten, die ihnen dabei halfen. Darauf glaubten sie, es ist eine solche Lage und solche Möglichkeit, das sozialistische Regime hier zu verändern. Die Partei und die Republik befanden sich in einer ernsten Gefahr, Genossen. Und alles, was ich hier vortrug, Genossen, liegt doch im gleichen Sinne zur Unterstützung dessen, was hier auf dem Plenum beraten wurde. Und bestätigt Ihnen noch einmal die Richtigkeit der Linie unserer Partei, die geschichtliche Aufgabe der Deutschen Demokratischen Republik und die Zukunft Deutschlands. Oder in das im Referat von Walter Ulbricht dargelegte über eine Grundfragen der Entwicklung der DDR. Genossen, wie sind wir auf den richtigen Wege? Wenn wir unsere Politik so festgelegt haben, dann müssen wir es auch konsequent durchsetzen und müssen uns wehren gegen jene solche, die vielleicht sagen, sie haben Meinungsverschiedenheiten, sollen sie offen auftreten bei der Partei. Niemand hat das Recht, Fraktionen zu organisieren oder sogar noch weiter mit Agentenverbindung aufzunehmen oder selbst Agent zu werden. Also wir müssen doch die Verpflichtung abgeben, dass wir als Zentralkomitee einheitlich und geschlossen hinter unserer Parteiführung stehen und dass die Beschlüsse richtig, goldrichtig sind. Und ich denke, wir müssen entschuldigt, damit so viel Temperament und Gefühl spreche, aber es gibt einige, die es auch heute noch nicht anerkennen und die nicht auftreten und immer noch jonglieren mit irgendwelchen Dingen, könnte vielleicht der Personenkult, da hat man noch nicht Stellung genommen oder irgendwelche Dinge. Die Sache ist sauber, wir haben eine saubere Atmosphäre in der DDR. Wir haben niemanden umgebracht, niemanden umsonst eingesperrt. Und wenn man die Antwort fragt nach einigen, die wir freigelassen haben wollen, dann sind wir bereit, sie mal zu geben, um sie darzulegen, wer sie sind von der Arbeiterklasse. Wir haben geschwiegen, in Interesse hat die Partei, hat man einiges nicht gemacht, um den Feind nicht die Möglichkeit zu geben. Wir sind deshalb Anhänger Ulbricht, weil die Linie unserer Partei richtig ist. Und wenn Genosse Ulbricht diese Linie vertritt, so vertreten doch die Genosse Ulbricht. So steht die Frage. Und gar nicht, weil wir uns besonders Ulbricht-Klicke sind. Das muss ausgesprochen sein. Genossen, so viel Gemeinheit und so viel Verrat haben wir noch nie gesehen. Also es ist einfach unbeschreibbar, dass also Menschen so weit sinken können. Und deshalb entschuldigt, gab ich diesen Bericht mit großer Leidenschaft, aber mit dem Versprechen, dass wir gewissenhaft die Linie unserer Partei durchführen werden.